Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind mit den Heimatgeschichten in der Holledau, in der Gemeinde Wollenzach. Und heute treffen wir zwei Vertreter des Hopfens. Adi Schapfel ist Präsident des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer. Ihn treffen wir vor dem Haus des Hopfens. Und ich frage ihn, was genau die Aufgaben dieses Verbandes sind. Ja, wir kümmern uns um die Belange der Hopfenbauern in ganz Deutschland. Wir haben ja verschiedene Anbaugebiete, nicht nur die Hallertau, auch Tettnang und Spalt und im Elbe-Saale-Gebiet, im ehemaligen DDR-Gebiet. Und da müssen wir uns halt rundherum kümmern. Es gibt viele Aufgaben für den Verband. Und was sind da so für Schwierigkeiten? Oder gibt es Schwierigkeiten? Wir glauben immer, dass wir alles erledigt haben und dann kommt am nächsten Tag wieder die nächste neue Schwierigkeit. Natürlich gibt es immer Schwierigkeiten oder Aufgaben, wo man sich kümmern muss. Mhm. Im Frühjahr geht es los meistens mit den Saisonarbeitskräften. Jetzt mit Corona neue Auflagen, Prüfpflichten, dann jetzt die Impfpflicht. Und einfach, dass wir die auf die Betriebe kriegen und dass die safe sind. Dann haben wir die Probleme im Anbau. Pflanzenschutz ist ja ein großes Thema in der Bevölkerung und da müssen wir schauen, dass wir Pflanzenschutzmittel kriegen, Zulassungen kriegen, weil der Hopfer, der ist ja eigentlich zwar eine Wasserpflanze, eine richtige Schlingpflanze, aber auch anfällig für Pilzkrankheiten, sodass wir ab und zu behandeln müssen. Und alles das miteinander sind halt also Aufgaben, da geht es in Vermarktung rein. Und Hopfen ist ein Weltprodukt. Wir vermarkten in fast 150 Länder. Wow. Über die Erzeugergemeinschaft, über die HVG. Und wie gesagt, da gibt es halt viele Punkte, wo man sich kümmern muss. Hört sich wirklich nach viel Arbeit an und dass immer was zu tun ist. Es ist immer was los. Ja, ja. Und Sie selber, sind Sie auch Hopfenbauer? Ich bin Hopfenpflanzer, ja. Ich mache das im Ehrenamt. Hopfenpflanzer heißt das, genau. Ach, das machen Sie aber im Ehrenamt. Hauptberuflich Hopfenbauer und das andere ist... Echt, das kann man im Ehrenamt machen, weil es hört sich wirklich nach viel Arbeit an. Ja, aber das geht schon. Wir haben ja gute Mitarbeiter, die kümmern sich. Und wir brauchen sie ja bloß ab und zu. Ja, okay. Aber das heißt, dann wissen Sie ja wirklich, wovon Sie reden, wenn Sie auch selber den Hopfen anpflanzen. Ja, das ist relativ gut. Ja, das wissen wir schon, wo es brennt. Und wie würden Sie jetzt beschreiben, den Wollenzacher Hopfen, der ist ja schon auch von der Qualität wahrscheinlich besonders, oder? Ja, mein Gott, in Wollenzach haben wir halt einfach im Zentrum der Hallertau. Und dann auch im Zentrum automatisch des deutschen Hopfenanbaus. Und wenn man jetzt im Haus des Hopfens schaut, das Haus des Hopfens mit der Erzeugergemeinschaft im Hintergrund, das ist einzigartig in der ganzen Welt. Also ist mit Sicherheit das größte Informationsgebäude für die Hopfenpflanzer, das es weltweit gibt. Mhm. Und das Haus, das kennt auch jeder Hopfenpflanzer in der ganzen Welt, kennt Echt? Das Haus und war vielleicht auch schon mal hier. Ja. Also wenn man wirklich Fragen hat, dann ist man in Wollenzach an der richtigen Adresse. Das ist die Kompetenz pur. Schon, gell? Ja. Ja gut, vielen Dank, dass wir Sie treffen durften. Sehr gerne, Dankeschön. Danke auch. Aber es gibt noch eine Person, die weltweit für den Hopfen aus Wollenzach unterwegs ist. Und hier kommt sie schon angebraust. Theresa Hagel, sie ist die Hallertauer Hopfenkönigin. Theresa, wie wird man denn Hopfenkönigin? Also Grundvoraussetzung ist, dass man natürlich auf seinem Hopferbaubetrieb rauskommt, weil man muss ja wissen, von wo man redet und was man noch repräsentiert. Und dann ist die große Wahl in Wollenzach am Volksfest. Da sind ca. 2000 Leute da, ein Haufen Hopferbauern aus der Holledau und natürlich auch noch die verschiedenen Vertreter aus der Hopfenwirtschaft, Brauwirtschaft, Politiker. Und wie viele sind dann da zur Auswahl bei dem Volksfest? Also wie viele bewerben sich da nochmal? Ja, leider Gottes ist das ein großes Problem bei uns in der Holledau. Wir sind nicht mehr viele Kandidatinnen. Die letzten Jahre waren es immer zwei. Eigentlich wäre es ein Dreigestirn, also Hopfenkönigin, Vizekönigin und Prinzessin. Die letzten Jahre leider immer nur zwei. Verstehe, weil gar nicht mehr so viele aus so einem Land, aus so einem Betrieb rauskommen, Töchter sozusagen. Das ist das Problem, oder wie? Auch, ja. Also es wären weniger Hopferpflanzer, dadurch natürlich logischerweise auch weniger Pflanzerstöchter. Aber es gab trotzdem jedes Jahr noch eine. Ja, schon. Also es gab immer mindestens zwei Kandidatinnen. Ja, okay. Genau. Und jetzt steht bei dir Hallertauer Hopfenkönigin 2019, 2022. Was ist da los? Corona ist los. Ach so, es gab's. Ja eben, genau. Jetzt bist du schon so lange, oder wie? Genau, also eigentlich ist das Amt immer auf ein Jahr begrenzt. Aber Corona hat uns dann Strich durch die Rechnung gemacht. Das Volksfest in Wollenzach hat jetzt das zweite Mal in Folge abgesagt werden müssen.
Und deswegen habe ich mich dazu bereit erklärt, dass ich es 3 Jahre mache jetzt. Ja, super. Ja. Das heißt eben, du hast jetzt dann noch ein ganzes Jahr. Und was sind deine Aufgaben? Was musst du da machen hier? Dein Zepter schwingen, das schaut ja toll aus. Ja, also ich repräsentiere unser Holidau, unseren Hopfer. Bin viel unterwegs mit unserem Vorstand, mit dem Schöpfl-Adi zum Beispiel, auf diversen Messen, Fachveranstaltungen, aber auch Volksfeste, Kleinerrebfeste, Hopferzupferfeste, so dergleichen. Also eigentlich international. Wirklich? Wo, ja. Wo zum Beispiel? Wo warst du dann überall in den letzten 2 Jahren? Ja, dadurch, dass ja, gut, Corona war, jetzt genau. Nicht ganz so früh, aber bis nach Slowenien, Brüssel bin ich schon gekommen. Ja. Oder die Grüne Woche in Berlin gehört natürlich fest im Terminkalender von Hopferkönigin dazu. Und fürs nächste Jahr ist jetzt eine Amerikareise geplant. Echt? Ja. Und sag mal, wirst du dann auch gefragt über die Hopfenpflanze? Also musst du auch richtig Wissen mitbringen? Oder hast du wahrscheinlich eh, wenn du aus so einer Familie kommst, oder? Ja, natürlich. Schon. Also gerade, wenn man irgendwo unterwegs ist auf große Veranstaltungen mit Leuten, die nichts mit dem Hopfen zum Tor haben, muss man natürlich schon ein bisschen ein Wissen haben. Aha. Und das macht schon, war lustig. Hat dir Spaß gemacht oder macht dir noch Spaß, oder? Ja, also es macht unglaublich viel Spaß, unterwegs zu sein, meine Heimat zum repräsentieren, Leitkinder zum lernen und einfach gute Gespräche zum führen. Ja. Und ist jetzt zum Beispiel noch was geplant für diesen Sommer oder Herbst? Also hier in Wolnzach oder Umgebung? Es sind vereinzelte Veranstaltungen geplant. Ja, jetzt am Freitag haben wir zum Beispiel die Hopfen-Champion-Verleihung im Kloster Scheiern. Das ist ein Wettbewerb, sage ich jetzt mal, von den deutschen Hopferbauern, wo es einfach darum geht, wer den besten Hopfer in der letzten Saison gehabt hat. Die werden die Sieger noch geehrt. Und es ist so ein kleiner Hoftag geplant. Aber es ist halt langsam los. Ja, genau. Alles ein bisschen im kleineren Rahmen. Genau. Ja, danke, Theresa, dass du uns das mal hier kurz erzählt hast, was mit dir da so los ist. Danke. Nach der Pause zeigen wir Ihnen noch, wen wir diese Woche noch in Wolnzach kennengelernt haben. Bleiben Sie dran. Wir sind in der Gemeinde Wolnzach und zeigen Ihnen jetzt Ausschnitte unserer Heimatgeschichten dieser Woche. Denn wir waren mit Gästeführerin Lilo Schwärzer unterwegs, haben das interessante Hopfenforschungszentrum besucht und wir haben 2 Menschen kennengelernt, die ihrer künstlerischen Leidenschaft nachgehen. Nicole Christ und Christian Köhler. Beide haben wir in ihren Werkstätten besucht. Hier 2 kleine Ausschnitte. Alle Beiträge finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Nicole hat uns ihre Lederarbeiten gezeigt. Handgenähte Schuhe macht man wahrscheinlich so, gell? Genau. Ja, zeig mal, wie geht jetzt der Stich? Muss ich andersrum machen? Aha. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was man lernt, oder? Ist es so? Es war jetzt das Erste oder eins der ersten Sachen, die wo ich gelernt habe, von meiner Freundin damals noch. Haben wir aber dann das oft einmal noch mal zwang lassen, weil ich es beim ersten Mal auch nicht gleich kapiert habe. Ja. Das heißt, man hat hier eine Schwertalle. Aha. Mit der sticht man hier durch. Also machst erst die Löcher vor, dann braucht man auch erst die Kraft. Man macht erst die Löcher. Normal hält man alle 3 Sachen in der Hand zum Herzen. Mache ich es jetzt gerade mal nicht. Ja. Dann geht man mit dem ersten durch. Ja. Dann fädelt man ein. Wie gesagt, da macht man eben dann den Knoten. Mhm. Gehst mit der anderen Nadel durch. Mit der anderen Nadel durch. Mhm. Und hier sieht man dann eben, dass sich das verknotet. Ah, dann ist auf jeder Seite jetzt ein Knoten entstanden. Und dann ist innen drin der Knoten. Das heißt, wenn jetzt da irgendwann einmal die Naht aufgehen sollte, dann geht das nur bis zum, es ist halt für Pferdel, gerade für Geschirr oder für Sättel, das hält richtig das hebt eigentlich auch ein Leben lang. Das verstehe ich das endlich mal. Also ist jetzt wirklich die beiden Knoten da drinnen zusammengezurrt? Genau. Mhm. Und das ist dann auch ein Faden, der ist gewachst. Das heißt, das Loch, wo sie da sticht, das geht mit dem Wachs dann wieder zu. Ah, super. Genau. Und jetzt möchte ich aber hier unbedingt auch noch dieses, wie hast du das genannt? Punzieren. Punzieren habe ich noch nie gehört vorher. Das ist dieses schöne Stanzen, oder, von Leder. Genau. Wie bekommst du jetzt so ein schönes Muster auf dein Leder? Du nimmst Blankleder, das ist jetzt ein vegetabil gegerbtes Leder. Also sprich eins mit Rinden zum Beispiel ist es gegerbt, das ist noch nicht ganz fertig. Das kann man jetzt einfach ganz normal mit Wasser nass machen. Damit es wieder ein bisschen weich wird, oder? Genau, genau, dass man dann darauf arbeiten kann. Ich habe es jetzt fast ein bisschen zu nass gemacht. Mal ein bisschen warten. Okay, und da kommt dann... Da ich habe jetzt zum Beispiel, oder wie drauf? Ich habe jetzt hier ein älteres Motiv, relativ einfaches Motiv. Das kommt dann aufs Leder drauf.
Und auch Christian hat uns seine Handwerkskunst näher gebracht. Er ist Silberschmied, bekannt für seinen Hopfenschmuck, und er hat für uns gelötet. Okay, und da hast du, ach so, das geht jetzt hier richtig mit Flamme? Mhm. Hey, was machst du denn da jetzt? Reinblasen oder wie? Also da kommt der Sauerstoff dazu und dann kann ich das ganz gut dosieren, mit der rechten Hand zum Beispiel dosieren und mit dem Mund dann den Sauerstoff dazu. Ach so, das ist ja interessant. Jetzt haben wir es, glaube ich, gleich. Gell? Das ist aber, schön schwarzes geworden. Ja, das oxidiert dann natürlich. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Nickel, ja, das da ganz anders reagiert mit dem. Also wenn ich jetzt ein Silberteil nehme, dann wird es zwar auch dunkel und dann wird es immer hinterher nochmal gebeizt. Da habe ich da hinten dann die Beize, da wird es, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, dann tust kommt es in noch die mal schön, Beize rein. Also dann wird es wieder schön silber. Und dann zeigt uns Christian noch diese Maschine hier. Oft haben die Leute hinten drauf Namen oder Geburtsdatum oder irgendein Datum, das halt irgendwo wichtig ist. Ach, und da kannst du, das ist immer die gleiche Größe, und da hinten kannst du genau einstellen, die Skalierung dann, oder wie funktioniert das? Genau, Schriftgröße ist vorne in den Buchstaben immer gleich. Und durch die verschiedenen Hebel, diese drei Hebel, lassen sich die Schriftgröße dann verändern. Also ein tolles Gerät. Na, da musst du dich auch konzentrieren, oder? Ja, da kann man ganz schön die Fehler machen. Ja? Und wenn dann irgendwas falsch graviert ist, dann ist das ganze Schmuckstück. Ja, Wahnsinn. Entweder man muss rausfallen oder zulöten. Kann einfach mal passieren, oder? Ja. Also vielleicht sollte man erst gravieren. Geht natürlich auch nicht, muss man am Schluss machen. Ja, es bleibt nichts anderes übrig, ja, genau. Also äußerste Konzentration beim Gravieren. Mhm. Alle Beiträge finden Sie in kompletter Länge auf unserer Homepage. Das war's aus der Gemeinde Wollenzach. Nächste Woche erzählen wir unsere Heimatgeschichten aus der Gemeinde Sulze-Moos. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.